Ja, herzlich willkommen zum Nachmittag, 15 Uhr. Gestern in der Cloud, schöne Wetter, Wolke, Gewitter oder reiner Dunst? Hier gibt es ja immer, Salzburg ist ja bekannt für die Gewitter auf der Aget, wo es dann alle schnell reinhetzen in den Raum, weil es draußen furchtbar nass wird. WebGIS-Systeme, Funktionalität, alles kein Problem. Aber wie sieht es aus der Serverseite aus? Stelle ich immer noch mein Blech hin, virtualisiere ich das, mache ich es irgendwie in irgendeine Cloud, die ich gar nicht kenne? Und wo liegen eigentlich meine Daten überhaupt? Von Till Adams in unglaublich vielen Funktionen hier als Vorsitzender, zweiter Vorsitzender des Vosges e.V., als Local Chair Komitee der Vos4G, die in Bonn stattfindet, vom 22. bis 24. Vom 24. bis 26. August 2006 in Bonn, alle herzlich eingeladen. Und ich übergebe das Wort. Till, bitte. Ja, danke für die. Ja, ich bin ja etwas verlegen ob der Einführung. Ich bin auch froh, wenn ich demnächst den einen oder anderen Hut wieder abgeben kann. Trotzdem für die, die planen, länger in der Session zu bleiben, ich drehe das Schild gleich nochmal um, weil den zweiten Vortrag halte ich auch direkt. Dann aber auch wieder in einer anderen Funktion. Ich finde das immer langweilig, wenn man immer dasselbe macht. Ja, heiter und wolkig ist es draußen. Vielleicht schon ein kleiner Ausblick auf das, was ich als Fazit ziehen werde. Es geht um GIS in der Cloud, Schönwetterwolke, Gewitter oder reiner Dunst. Ich weiß nicht, ob ich alle Facetten, die der Arnulf angesprochen hat, heute befriedigen kann. Ich habe mir überlegt, ich schreibe erstmal, warum ich mir überhaupt überlegt habe, diesen Vortrag hier zu halten. Als Motivation insgesamt. Cloud sowieso, CloudGIS wird relativ gehypt und auch bei uns, bei Terrestris, gibt es einige Projekte, wo wir intensiv über die Nutzung der Cloud oder auch sehr oft, und das ist auch ein maßgeblicher Inhalt meines Vortrages, wo wir über die Nutzung von Cloud gegenüber einem Dedicated Server abgewogen haben. Wir haben uns teilweise so rum entschieden und teilweise haben wir uns andersrum entschieden. Dazu merke ich auch, dass wir in Angebotsanfragen eigentlich immer öfter das Thema hochkommt, dass wir nicht nur die Anwendung entwickeln sollen, sondern dass wir die auch gleich hosten sollen. Und auch da spielt das natürlich eine Rolle. Und da leite ich in den zweiten Vortrag schon ein bisschen über. Cloud-Server ist eben auch das, was wir mit einer zweiten Firma, die ich letztes Jahr gegründet habe, machen, auch durchaus interessant. Und vor dem Hintergrund habe ich gedacht, das ist doch eigentlich ein schönes Thema für eine Vosges-Konferenz. Werde eine kurze Vorstellung machen, dann habe ich es mal ganz plakativ genannt, Cloud versus Server. Von der Nomenklatur sicherlich nicht ganz richtig, das so auszudrücken. Habe mir ein bisschen Gedanken gemacht über Technik, Vorteile, Nachteile abgewägt, natürlich auch über Kosten. Werde mich dann ganz kurz mit einer Folie in ein Feld bewegen, wo ich eigentlich überhaupt nichts zu suchen habe, nämlich über rechtliche Aspekte. Ich habe da nur letztens einen sehr, sehr interessanten Vortrag gehört. Und habe am Ende drei Projektbeispiele für Projekte, die bei uns, bei Terrestris laufen und einfach mal dargestellt, wie wir uns entschieden haben, warum wir uns entschieden haben, um dann am Ende mit einem kleinen Fazit nochmal auf den blauen Dunst oder die Gewitterwolken zu sprechen zu kommen. Ganz kurz, wie schon eingeführt, mein Name ist Till Adams. Ich glaube, die ganzen Hüte hat Arnulf aufgeführt. Ich mache weiter. Ich habe im Jahr 2002 die Firma Terrestris mit einem Partner zusammen gegründet. Wir sind aktuell 12 Mitarbeiter. Wie gesagt, wir planen ja gerade ein Firmenkonstrukt mit anderen Firmen, deshalb schieben wir die Leute schon mal hin und her. Wir sitzen in Bonn, sind eigentlich schon sehr, sehr lange in der deutschen und auch in der internationalen Open Source GIS-Community unterwegs, tragen bei zu verschiedenen Projekten, OpenLayers, GeoXt und machen ab und an ganz nette Firmenausflüge, wo man immer schön die Bilder am Ende zeigen kann. Kommen wir zum Thema Cloud versus Server. Und da habe ich zuallererst die Frage gestellt, was ist das eigentlich, die Cloud? Und habe da ganz interessanten Beitrag gefunden. Da schreibt nämlich einer, eigentlich wird das sowieso nur deshalb so genannt, weil man immer schön auf allen Abbildungen, wo man das Internet darstellt, da wird meistens immer nur so eine Wolke dargestellt. Und da käme das her. Wie weit das dem Wahrheitsgehalt entspricht, weiß ich nicht. Letzten Endes bezieht sich auf die gemeinsame Nutzung von IT-Ressourcen und man behauptet mit erheblichen Effizienzsteigerungspotenzialen.
Man kennt vielleicht so Schlagwörter, Software as a Service, Storage as a Service, Infrastructure as a Service, was man alles schon mal gehört hat. Das wird allgemeinhin immer gerne mit Cloud, Cloud Computing assoziiert. Vor der Hand ist es aber tatsächlich so, wenn ich mir einen ganz normalen Server angucke und einen Cloud-Server und rufe die Konsole auf, dann merke ich überhaupt keinen Unterschied. Das sieht eigentlich genau gleich aus, erstmal an der Stelle. Wie eben einleitend gesagt, habe ich mal so ein bisschen geguckt, wenn ich mir jetzt einen klassischen Dedicated Server, wo wir das auch bei Terrestris relativ oft machen, der Firma Hetzner oder auch 1:1, gibt andere Anbieter, hole, habe ich es in aller Regel mit meiner eigenen Hardware zu tun, die an einem Ort steht. Ich habe einen Hardware-Service durch den Anbieter. Hardware-Aufrüstung selber ist teilweise möglich, bei Speicherplatz tatsächlich. Wenn ich CPU-RAM aufrüsten will, geht das bei manchen Anbietern, bei anderen geht das wiederum nicht. Oder ich muss den Server wechseln, ist alles ein bisschen aufwendiger. Ich habe dazu meist noch eine Kündigungsfrist für den Server. Die sind zwar mittlerweile relativ kurz, aber so Monatsende ist es eben schon so. Und ich habe fixe Kosten, weil ich einfach monatlich eine fixe Gebühr für ein Komplettpaket bezahle. Beim Cloud-Server sieht es ein bisschen anders aus. Da habe ich es mit einem virtuellen Server zu tun. Der Hardware-Service kommt nach wie vor vom Anbieter. Ich habe allerdings eine sehr variable Hardware-Aufrüstung und Skalierbarkeit. Und das ist eben auch so ein bisschen das, was gemeinhin sehr oft als Stärke herausgestellt wird. Ganz wichtig, ich habe Storage on Demand. Das heißt, relativ häufig habe ich Abrechnungsmodelle, wo wirklich das berechnet wird, was ich auf die Platte lege. Es gibt dann auch verschiedene Speichertypen an der Stelle. Ich zahle meistens CPU RAM pro virtuellen Server, beziehungsweise es gibt eben auch Anbieter, wo ich das wirklich on demand mit dem Schieberegler hoch und runter schieben kann und eben sagen kann, naja gut, morgen kommt ein neues Relaunch, dann kommen wieder viele Leute auf die Webseite, dann ziehe ich mal zwei CPUs hoch, ein bisschen mehr RAM und dann läuft das schon. Ganz wichtig, die Kosten bei einer Cloud-Lösung entstehen in aller Regel immer nur dann, wenn die Hardware tatsächlich auch in Gebrauch ist, sprich mein Server auch läuft. Das heißt, ich zahle letzten Endes für das, was ich benutze. Das heißt, ich habe sehr variable Kosten, die sich in unterschiedlichen Gebühren ausdrücken für Hardware, CPU, Speicherplatz, Traffic, Input-Output-Operations und so weiter und so fort. Hier ein kurzes Bild mit der skalierbaren Leistung. Wenn ich das mal zusammenfasse und auch wenn man die eigenen Erfahrungen mal ein bisschen zusammennimmt beziehungsweise eben auch guckt, was so im Netz allgemein gesagt wird, dann kann man so ein klassisches Pro und Contra machen. Für einen dezidierten Server, ich habe natürlich die volle Kontrolle über meine Hardware. In aller Regel habe ich relativ günstigen Plattenplatz und auch günstige Bandbreite, dadurch, dass die normalerweise in dem Gesamtpaket einfach enthalten ist. Und ich habe fixe Kosten. Das ist sowohl für eine Firma als auch für einen Kunden relativ häufig erstmal ein Vorteil. Ich habe auf der anderen Seite aber einen limitierten Plattenplatz. Den kann ich aufrüsten, wie eben gesagt. Aber erstmal steht der mir das zur Verfügung, was ich tatsächlich mitgebucht habe. Hardwareausfälle sind natürlich möglich. Das wird in aller Regel unkompliziert geregelt. Das sind unsere Erfahrungen, aber es kann natürlich passieren. Ich habe eine relativ rigide Spezifikation, auch was die Gesamtausstattung von diesem Gerät angeht. Und man könnte es auch negativ umkehren können, sagen, ich habe eigentlich immer die vollen Kosten, weil ich zahle immer komplett den Server einmal. Bei der Cloud sieht das eben so aus, dass ich sagen kann, okay, ich kann meine Instanzen, meine CPU, mein RAM, meinen Speicher kann ich vollkommen so skalieren, wie ich das aktuell brauche. Ich habe eine absolute Hochverfügbarkeit. Da ich es eben nicht mit einer Hardware zu tun habe, muss ja auch nicht nur die Hardware betreffen. Ich habe eben gesagt, an einem Ort, also wir hatten auch schon mal, dass bei Hetzner zum Beispiel ein Rechenzentrum ausgefallen ist. Da macht man erstmal gar nichts. Ja, man zahlt letzten Endes das, was man benutzt. Das wären so die Vorteile. Die Nachteile, wenn man mal etwas genauer hinguckt, wir haben relativ teuren Plattenplatz, Bandbreite, wir zahlen auch für Input-Output-Prozesse. Das heißt, wir haben letzten Endes im Gesamtpaket relativ hohe Kosten und auch variable Kosten. Das heißt, ich kann einem Kunden als Anbieter gar nicht unbedingt am Ende des Monats genau sagen, was kostet das denn jetzt? Oder ich kalkuliere das
so wunderbar, dass der Differenzbetrag zwischen dem, was tatsächlich genutzt wird und dem, was der Kunde bezahlt, dann irgendwo bei uns hängen bliebe. Wollen wir aber nicht. Die Bandbreite, und da auch ein bisschen unterschiedlich je nach Anwender, Anbieter, habe ich so ein gesamtes Paket drin, teilweise aber eben auch das, was ich runterziehe, verursacht Kosten. Das, was ich hochschiebe, verursacht eigentlich bei den meisten Anbietern Kosten. Und ganz, ganz interessant finde ich, wenn man sich da mal ein bisschen umguckt, es gibt wirklich verschiedenste Preismodelle der Anbieter. Man könnte natürlich sagen, super geil, total flexibel. Ich kann mir den Anbieter suchen, den ich so brauche. Auf der anderen Seite ist es aber eben ein relativer Dschungel, sich da zurechtzufinden, sich da vernünftig beraten zu lassen, um dann möglicherweise tatsächlich nicht in so eine Kostenfalle zu tappen. Hier mal eine kurze Zusammenschau. Man sieht schon, wie übersichtlich das ist. Ich habe es auch ganz bewusst so klein gehalten. Von verschiedensten Anbietern auf verschiedenste, möglichst vergleichbare Angebote mal reduziert. Wie gesagt, es ist nicht so ganz einfach. Ich habe aber mal Folgendes gemacht. Ich habe mal so meinen klassischen Hetzner-Server, das ist ein PX61, den ich mieten kann, eine Quad-Core-Maschine mit 64 GB RAM, 2x4 Terabyte SATA-Platte, All Traffic Inclusive, habe ich gestern noch geguckt, kostet 59 Euro im Monat. Wenn ich Pech habe, zahle ich noch 100 Euro Einrichtungsgebühr. Und das habe ich jetzt mal ganz brutal den Kosten, ich will jetzt nicht Host Europe in die Pfanne hauen, die haben andere Vorteile, aber gegen die Kosten von Host Europe gerechnet, die nämlich sagen, eine CPU kostet bei uns 1 Cent pro Stunde, 1 Gigabyte RAM kostet bei uns 1 Cent pro Stunde und 25 Gigabyte HDD Speicherplattenplatz kosten bei uns 1/4 Cent pro Stunde. Und das habe ich jetzt mal hochgerechnet und wenn ich mich nicht furchtbar verrechnet habe, ich habe allerdings zweimal nachgerechnet, dann komme ich für die gleiche Ausstattung auf irgendwas jenseits der 1000 Euro. Das heißt, man kann da auch ziemlich auf die Nase fallen. Um das mal ein bisschen zu relativieren, weil, wie gesagt, Host Europe ist einer der Anbieter, die auch extrem flexibel sind. Also ich kann wirklich im Betrieb, kann ich CPUs hochfahren, runterfahren. Habe ich mal einen Amazon EC2 Cloud Server dagegen gehalten. Das ist eine Maschine, die wir in einem der Projekte, das gleich vorstellen werde, auch zum Einsatz kommen. Ich habe eine Dual-Core-Maschine mit 8 GB RAM, zahle noch ein bisschen extra, weil ich einen Database-Service von Amazon nutze. Habe noch keinen Speicherplatz, keine Bandbreite, bin so etwa bei 50 Dollar im Monat. Aber man sieht schon, die Spannen sind auch relativ groß einfach. So, jetzt mein Lieblingsthema, wo ich mich noch nie mit auseinandergesetzt habe, aber da war eine interessante Keynote bei den Münchner GI-Tagen im März diesen Jahres von einem Herrn Weichert aus Kiel, der lange Datenschutzbeauftragter war. Und der hat halt gesagt, naja, aus datenschutzrechtlichen Aspekten ist die Cloud eigentlich, oder ist das eigentlich dann relevant, wenn ich personenbezogene Daten auf die Cloud schiebe. Klar, man hat immer so ein bisschen im Hinterkopf, könnte ja möglicherweise doch einer drauf gucken, der das nicht darf. Richtig, und besonders problematisch wird es letzten Endes, wenn ich diese Daten auch noch auf einen Cloud-Service schicke, der möglicherweise gar nicht mehr in Österreich oder in Deutschland ist, weil die möglicherweise auch ein anderes Datenschutzrecht haben. Und deshalb ist, man kann Amazon auch mit einem Rechenzentrum in Europa mieten, Google auch, aber man sollte schon genau gucken, wo buche ich denn meinen Plattenplatz, wenn ich das habe. Da gibt es auch eine lange Diskussion, inwieweit die Daten, die anonymisiert sind, durch Big Data Recherchen wieder rückverfolgbar und personalisiert werden. Ein Riesenthema. Ich habe mir mal so diese Dinger als einzelne, allerdings auch isolierte Folie hier mal rausgesucht, dass man das einfach mal im Hinterkopf hat. Interessant sind sicherlich die Beispiele. Als erstes ein Beispiel. Wir stellen seit über 4 Jahren einen OpenStreetMap-basierten Webmap-Service zur Verfügung. Der ist weltweit, der ist frei verfügbar. Wir machen es uns ganz einfach und sagen, hey, du darfst den nutzen, aber wenn er nicht da ist oder wir die Autobahnen morgen pink machen, dann ist das dein Pech. Basiert tut das Ganze auf einer PostgreSQL GeoServer Map-Proxy-Lösung. Wir haben Precache von 1 bis 25.000 Maßstab.
Darunter greifen wir live auf den WMS zu. Der Hauptgrund ist einfach, wir haben eine Aktualisierung aufs ganze Worldfile, OSM Worldfile alle 2 Wochen. Das heißt, da ist auch der Dank an Oliver für den tollen Importer. Können wir das ganze Worldfile importieren und rechnen 90 Millionen Kacheln neu. Das ist relativ beeindruckende Zahl. Die belegen so etwa 150 Gigabyte an Platz. Die Aktualisierung dauert etwa 40 Stunden. Ich glaube, mittlerweile kann man auch teilweise nur aktualisieren. Das ging, als wir das aufgesetzt haben, damals noch nicht. Das haben wir mal kalkuliert für einen Cloud-Server. Aktuell ist das tatsächlich eine Hetzner-Maschine, die irgendwo steht. Und haben gesagt, okay, wenn wir uns einen Dual-Core mit 8 GB RAM, 200 GB Plattenplatz, dann landen wir so im Amazon-Bereich, so irgendwie bei 90 Euro im Monat. Dann brauchen wir ja vielleicht noch 2 Maschinen, die diese 40 Stunden abdecken, wo wir eben sagen, okay, wir lagern die Rechenlast mal von dem eigentlichen Server aus. Würden dann sagen, okay, 2 Quad-Core-Maschinen mit 16 GB RAM, die wir jeden Monat etwa 40 Stunden nutzen, beziehungsweise es wären ja sogar 80 Stunden, wenn ich in einem 2-wöchigen Rhythmus bleibe, den wir da haben. Das heißt, da bin ich dann im Grunde genommen bei Kosten, wenn ich die Rechnung jetzt korrigiere, bei 160 Euro, das wäre noch relativ überschaubar. Die Hetzner-Maschine kostet so ungefähr 90 Euro im Monat. Dann habe ich aber das Problem, dass ich ja die Daten importiere. Das heißt, ich schiebe jedes Mal das Worldfile wiederum hoch auf meinen Cloud-Server und ich habe natürlich durch das neue Kacheln jede Menge I/O-Operationen. Wenn man das nur ansatzweise mal nachkalkuliert, muss man sagen, für einen kostenfreien Dienst, weil auch wir sind natürlich gut Menschen, aber müssen letzten Endes die Firma auch so führen, dass wir am Ende des Monats unsere Mitarbeiter bezahlen können, können wir das eigentlich an der Stelle gar nicht leisten. Das heißt, wenn ich mir die Pro und Contra des dedizierten Servers, der es dann tatsächlich ist, mal hole, dann überwiegen dort die Vorteile. Es ist ein günstiger Plattenplatz, günstige Bandbreite. Ich habe fixe Kosten. Ich weiß genau, was die Maschine mich kostet. Ich habe natürlich einen limitierten Plattenplatz, den ich dadurch auflösen kann, dass ich es ein bisschen aufrüste. Und ich muss damit leben. Hardwareausfälle sind möglich, was uns aktuell auch ein bisschen davon hemmt, diesen Dienst vielleicht wirklich mal als Premium-Dienst anzubieten. Zweites Beispiel, ein Projekt, was wir gerade für eine amerikanische Firma entwickeln, nennt sich MapMaven. Im Grunde genommen geht es darum, eine Plattform zur Publizierung von Geodaten im Netz zu entwickeln. Das heißt, das steht irgendwann frei zur Verfügung. Man kann sich einen Account dort anlegen, trägt seine Daten ein, registriere mich selber, registriere mich bei einem Bezahldienstleister, Stripe heißt der Gute, kann dort anschließend Geodaten hochladen und die publizieren über eine Plattform. Und das Preismodell, was der Kunde sich dazu ausgedacht hat, basiert letzten Endes auf dem belegten Plattenplatz. Das heißt, das, was ich an Speicherplatz mit meinen Daten belege, dafür bezahle ich letzten Endes. Das Setup, was wir gewählt haben, sind 2 Amazon EC2-Server mit Dual-Core-Cloud-Server, 8 GB RAM, EBS-Storage, SQL-Storage, das wäre dieser berühmte Amazon Web Service Database Service. Nur mal, um so eine Nummer zu nennen, 1 Gigabyte pro Monat, also es relativiert sich auch gegenüber den Preisen, die ich eben genannt habe, von diesem EBS Storage kostet etwa 10 Cent. Wir haben Fixkosten, weil wir die Server ja durchgängig betreiben, von etwa 100 Dollar im Monat plus eben den Speicher und die Bandbreite, wobei da geht es im Wesentlichen auch nur auf den Upload. Bei Amazon ist der Download wiederum frei, da unten eine kleine Skizze, wie das in etwa aussieht. Und wenn man sich das mal anguckt, dann stechen natürlich die Cloud-Vorteile einfach heraus. Ich habe eine absolute Hochverfügbarkeit. In dem Moment, wo ich dem Kunden eine Plattform biete und sage, du bezahlst, muss ich auch dafür sorgen, dass die immer läuft. Letzten Endes bezahle ich zwar, was ich benutze, habe also variable Kosten. Also der Nachteil kehrt sich eigentlich in einen Vorteil um, weil je mehr ich nutze, desto mehr Kunden hat der Kunde offensichtlich, desto mehr Geld verdient er mit seiner Plattform und desto mehr investiert er vielleicht am Ende auch in neue Funktionalitäten, die wir dann wiederum umsetzen. Ein drittes Beispiel, das leitet jetzt schon so ein bisschen auch zu dem über, was ich gleich erzählen werde. GRAS as a Service, da geht es um eine horizontal skalierbare Prozessierung von Massengeodaten.
durch massive parallele asynchrone Prozessierung und Analyse, eine massive parallele synchrone Visualisierung. Das sieht im Großen und Ganzen so aus von der Architektur. Ich habe irgendwo einen Client, der zum Beispiel einen WMS anfragt oder über eine GRAS REST-API Prozessierungsanfragen an ein Cluster-Network schickt. Das Cluster-Network wird gesteuert durch den Redis Setup-Server. Der nimmt Prozesse entgegen und der ist sozusagen Herr über verschiedenste Clients, die in der Cloud laufen. Diese Clients laufen normalerweise nicht, die sind nur angelegt, werden, sobald Prozesse reinkommen, werden die automatisiert gestartet. Das heißt, ab dann wird schlussendlich bezahlt. Das ganze Setup dieser Client-Server ist letzten Endes Skript gepackt. Das heißt, ich starte ein Skript und baut sich dieser Server automatisiert in der Cloud auf, rechnet irgendetwas, irgendwelche heftigen Geo-Operationen, wofür GRAS ja letzten Endes bekannt ist, schiebt seine Daten letzten Endes irgendwo auf den Storage und verabschiedet sich wieder. Wahlweise deinstalliert er sich automatisch oder er fährt einfach diese Cloud-Maschine wieder runter. Und wenn ich mir das angucke, was man da tut, dann muss man natürlich sagen, da sticht absolut einfach die Möglichkeit der vollen Skalierung hinzu. Das heißt, ich kann on-demand Instanzen aufsetzen, kann die installieren, kann zur Not mehr CPU, mehr RAM reinstecken. Die Hochverfügbarkeit spielt da nicht so eine große Rolle. Zahle letzten Endes genau das, was ich benutzt habe. Es gibt Anbieter, die haben das stundengenau, es gibt auch Anbieter, die haben sogar minutengenau. Hab zwar letzten Endes variable Kosten, aber das ist ja eigentlich genau das, was ich will, weil immer dann, wenn ich rechte, entstehen natürlich Kosten, aber die entstehen eben nicht, wenn ich die Dinger wieder runterfahre. Da haben wir natürlich ein bisschen das Problem, dass die Bandbreite Kosten verursacht. Gerade wenn ich große Daten rauf- oder runterschiebe, die ich gerechnet habe, soll ich das im Blick behalten. Ja, wie eben gesagt, Fazit. Heiter bis wolkig, so wie das Wetter heute draußen. Also ich glaube nicht, dass wir in 5 oder 10 oder 15 Jahren eigentlich nur noch in der Cloud unterwegs sind. Also das merke ich einfach auch bei unseren Kunden, da spielt die Rolle. Ich habe einen fixen monatlichen Betrag an vielen Stellen tatsächlich noch eine sehr, sehr große Rolle. Wolkig, weil diese Fülle an Anbietern und die Fülle an variabler Kostenstruktur das eigentlich extrem schwierig macht, das wirklich vernünftig zu kalkulieren. Also auch bei diesem MapMaven-Projekt, was ich eben gesagt habe, das wird jetzt in den nächsten 2 Monaten tatsächlich an den Start gehen. Bin ich mal gespannt, wie das tatsächlich hinterher mit der Nutzung aussieht. Man kann es im Vorhinein wirklich sehr, sehr schwer kalkulieren. Das heißt letzten Endes, diese variablen Kosten oder die gesamte Variabilität macht aus meiner Sicht, meine persönliche Sicht, die Cloud eigentlich erst dann für angebotene Services interessant, wenn ich zum Beispiel ein Klick- oder speicherbasiertes Abrechnungsmodell habe, was ist wiederum für Kunden, ne, nach dem Motto Google, du darfst 10.000 Zugriffe nutzen und ab dem 10.001 brauchst du ein anderes Paket. Das macht's möglicherweise relativ uninteressant, das zu nutzen. Und eben nochmal der Hinweis auf dieses Tarifdickicht. Heiter sieht das allerdings aus meiner Sicht aus, wirklich für Anwendungen, die wirklich Speicherzugriffsverbrauch abrechnen. Die sind in der Cloud sehr, sehr gut aufgehoben, gerade auch wegen der hohen Verfügbarkeit. Ich muss also nicht eine Architektur selber aufbauen über verschiedene Server, verschiedene Anbieter. Und natürlich extrem interessant für alle Prozesse, die wirklich nur kurzzeitig gerechnet werden. Sprich, ich habe irgendeine Geoprozessierung, schicke das auf die Cloud, sag irgendeinem Skript, installiere mir jetzt einen Server, rechne die Sache ab, rechne das durch, schiebe die Daten irgendwo hin, verschwinde wieder. Das ist natürlich implizit auch zur Open Source passt. Weil wenn ich das mit einer proprietären Software mache, weiß ich nicht, in welche Lizenzierungsschwierigkeiten ich da reinrenne. Auch bei dem GRAS-Cluster, was ich da eben hatte, ist einfach völlig egal, ob ich jetzt 1 oder 15 habe, die schiebe ich einfach nebeneinander. Gut, das als kleiner Ausblick und ich bin sehr gut in der Zeit geblieben. Ne? Ja, wenn die Cloud genauso pünktlich sein kann, dann ist es sicherlich eine gute Sache. Gehen wir mal in die Runde. Gibt es Fragen direkt dazu?
Das ist der Post-Mittagessen-Koma. Bitte. Frage. Sind RDS von Amazon, diesen Service, wo auch Post ist angeboten wird, ist der irgendwie wartungsfrei, oder? Dieser RDS-Service. Inwiefern wartungsfrei? Ja, Amazon bietet das einen RDS-Service auch für Postgres an. Ja, ja, das ist dieser AWS Database-Service, ja. Und was erfahren wir damit? Ist der skaliert? Wahrscheinlich sehr gut, oder? Der skaliert wirklich sehr, sehr gut. Ne? Achso, ich soll die Frage wiederholen. Es geht um den Database-Service, den ich eben angesprochen habe. Den gibt es von Amazon Database-Service, heißt das, glaube ich. Kann ich so verschiedene Geschmacksrichtungen, MySQL, PostgreSQL, sonst was mieten. Und inwieweit wir gute Erfahrungen damit gemacht haben. Also wir haben bisher keine negativen gemacht. Das läuft also wirklich sehr stabil. Auch die Verbindung letzten Endes, weil das liegt ja nicht auf der gleichen Maschine, wie ich den, wo ich den EC-Server habe. Ich habe zwar theoretisch die Möglichkeit, mir da selber ein PostgreSQL zu installieren. Bei der Form von Anwendung ist natürlich extrem wichtig, dass da jemand ein vernünftiges Backup zieht. Insofern haben wir uns da einfach auf Amazon verlassen. Weitere Fragen? Wir bekommen 2018 mit der neuen EU-Datenschutzverordnung eine wesentlich strenger gefasstes Datenschutzrecht. Wie sehen Sie die Implikationen? Also, die Frage an den Nicht-Experten Till Adams war, wie ich die rechtlichen Implikationen des neuen Datenschutzrechts für 2018 einschätze. Und meine Antwort ist, jeder Versuch, das zu beantworten, wäre auf jeden Fall falsch. Ich bin da absolut kein Experte. Ich kann Sie nur an den Herrn dort verweisen. Da halte ich mich lieber raus an der Stelle. Ja, ich denke mal, das wäre vielleicht eine Anregung für die nächste Konferenz, dass man das mal als Thema auch nimmt, weil die Frage kommt natürlich selbstverständlich immer gleich. Es gibt dann ein umfassendes Löschungsbegehrensrecht, wie das geben. Wir haben eine Veranstaltung gehört, wo sich ein Rechtsanwalt darüber ausgelassen hat, welche Implikationen das auf kleine mittelständische Unternehmen, insbesondere Ingenieurbüros, haben wird. Das wird erhebliche Konsequenzen haben. Also es wird erhebliche Konsequenzen haben, vor allen Dingen auf kleine Ingenieurbüros, haben Sie gesagt, dass es eben das Datenschutzrecht mit einem Recht auf Löschung durchgesetzt wird und verschiedene andere Dinge, ja. Der Begriff der personenbezogenen Daten wird massiv ausgedehnt, also auch Datensammlungen aus öffentlichen Büchern wie Wasserbuch, Grundbuch etc., Outlook-Datensammlungen von Kundenadressen und so weiter sind voll erfasst. Ja. Also es wird viel, viel mehr erfasst, auch Listen von Kunden zum Beispiel werden Teil dieses Ding und damit ist eigentlich jegliches Auslagern in irgendwelche Clouds im Ausland vollkommen unmöglich geworden. Wobei das muss man sehen, ob die Realität der IT, wie wir sie nutzen, damit überhaupt noch übereinzubringen ist. Ne? Ja, beziehungsweise es gibt ja mittlerweile einige Bestrebungen von großen deutschen Telekommunikationsanbietern zumindest, auch eine deutschlandbasierte Cloud aufzusetzen, inwieweit sich das verträgt, weiß ich nicht. Ich kann für uns sagen, wir haben natürlich den riesen Vorteil. OpenStreetMap haben wir eine Nachnutzung einfach von Daten, beziehungsweise dadurch, dass bei MapMaven der Kunde in Amerika sitzt. Ich habe dem in irgendeinem Skype mal gesagt, pass auf, wenn ihr nach Deutschland auf den Markt damit wollt oder hier nach Europa, dann habt ihr Datenschutzprobleme. Dann hat der mich nur doof angeguckt und gesagt, Datenschutzprobleme? Was ist das? Okay, noch Fragen, weitere? Vielleicht als Anmerkung noch, ich habe so ein schönes Projekt gehabt mit der Post damals, als die in Deutschland die Mobilfunksender online gestellt hatten. Das kam in der Tagesschau und 3 Minuten, nachdem die Uhr im Fernseher zu sehen war, ist das System zusammengebrochen. Das ist ein System, das würde ich wahrscheinlich auf die Cloud stellen. Und die ersten 3 oder 4 Tage mächtig dafür zahlen und dann einen einzelnen kleinen 8-Gigabyte-Rechner hinstellen und die paar Requests, die dann noch kommen, die kann man dann irgendwie so erledigen. Also für kurzfristige Sachen ist die Cloud wahrscheinlich schon eine ganz sinnvolle Sache.